So, mein Date und ich, wir haben gerade den Spaß unseres Lebens. Wir spielen gerade Funk, ne? Wir waren ja heiß. Also bekomme ich schon hin durch bisschen Fortnite. Anene Satim, Orus Buchsen, Anene King Kong, Babene Sik. Hast du mir ein neues iPhone? Natürlich, mein Engel. Welche Farbe willst du denn? In weiß, bitte. Das ist das günstigste. Die schwarzen iPhones sind so teuer geworden. Ja, du sagst es, ne? Ey, ich vermisse die Zeit, wo die schwarzen im Angebot waren. Meinst du bei den alten iPhones damals? iPhone? Du denkst dir, oh, ich hab keinen Bock auf den Kampf, ich rede einfach nicht mit drüber. Eins von den beiden ist es. Aber sei ein Mann und sag jetzt entweder ja oder nein. Du bist eine Lachnummer, du machst dich selber zu lachen. Jetzt ist das eine zum anderen gekommen und es gibt ein E-Date mit deiner Freundin. Mit deiner Ex-Freundin. Das erste offizielle Hundewettrennen auf TikTok. Hund gegen Hund. Asuna auf 3. 1, 2, 3. Los! Lachso, du Hund! Kurzer Real Talk. Ich werde nicht gegen Z-Max verlieren. Jeder, der denkt, ich könnte gegen Z-Max verlieren, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ich habe gar nichts. Z-Max hat eine Freundin und verschwendet hier da Zeit, dort. Ich habe nichts. Nichts. Und ich habe auch nichts zu verlieren. Ich werde nicht verlieren. Es geht nicht. Mein Kopf funktioniert ganz anders als der von Z-Max. Ich verschwende meine Zeit nicht. Ich kann gar nicht verlieren. Du Arvin, ich habe mal eine Frage. Klar, schieß los. Was ist das eigentlich zwischen uns? Sehr schön, dass du fragst. Das ist. Ihr wisst, was das heißt, 24! Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das kann er nicht ernst meinen. Elli! Das kann er nicht ernst meinen. Erst den ersten Tag in Barcelona. Zähl mir mal auf. Also am Anfang erstmal diesen PCR-Test gefaked. Also so getan, als ob sie einen PCR-Test hätten. Einen Einkaufswagen einfach geklaut. Dann den Hund mitten auf den Gehweg hinscheißen lassen. Das nicht mal richtig weggeräumt. Und jetzt noch Menschen oder beziehungsweise einen Bus abwerfen mit der Scheiße von seinem Hund. Oh Mann, Alter. Ich glaube aber auch irgendwie langsam, er will einfach diesen Hate. Also, er muss doch wissen, wie die Leute darauf reagieren werden, wenn er einen Bus mit der Scheiße von seinem Hund...